Raumkapseln nach Weltraummissionen müssen, wenn sie wieder auf die Erde zurück wollen, bremsen, weil sonst würden sie beim Eintritt in die Lufthülle verglühen. In der Regel sind sie zu schnell. Herr Gruber, wie geht es bei Raumkapseln oder bei Space Shuttles? Wir umkreisen, wie Kollege Obermann gesagt hat, die ISS mit 28.000 km/h. Na, wir umkreisen nicht die ISS mit 28.000 km/h. Waren Sie mir fertig? Wie Kollege Oberhummer gesagt hat, umkreist die ISS die Erde mit 28.000 km/h. Das ist ganz was anderes. Also, wir umkreisen die ISS mit 28.000 km/h, die Erde mit 28.000 km/h umkreist. Die ISS umkreist die Erde mit 28.000 km/h. Space Shuttle hat eine ähnliche Geschwindigkeit. Das Problem ist, wenn das jetzt auf die Erde runterzieht, die Landebahn in Florida ist für 28.000 km/h echt nicht ausgelegt. Da sollte man 200 km/h haben und drunter auch nicht, weil dann stürzt man an. Das heißt, von 28.000 km/h auf 200 runterbremsen? Die erste Variante ist Bremsraketen. Und wenn ich sage Bremsraketen, dann meine ich nicht irgendwie so ein bisschen langsamer werden, sondern von 28.000 km/h auf, sagen wir, 200 km/h. Das heißt, ich muss genauso viel Treibstoff mitnehmen, was ich braucht habe, um überhaupt einmal raufzukommen. Macht kein Mensch, weil das wirklich, wirklich zu teuer ist. Also das ist eine Möglichkeit, die nicht genutzt wird. Das macht man stattdessen bei Shuttles eben zum Beispiel. Kann man sich sehr gut vorstellen, wie Sie im Sommer in Badehose im Heustadelwasser ausschauen. Das ist das Space Shuttle. Und wenn das jetzt von der äußeren Erdatmosphäre reinkommt, braucht es den richtigen Anstellwinkel. Wenn es einen zu starken Anstellwinkel hat, zerbröselt es. Wenn es keinen Anstellwinkel hat, ist es schnell. Wir haben hier jede Menge Kacheln. Diese Kacheln sind Keramikkacheln. Und die werden einfach heiß, geben aber die Wärme nicht weiter. Die Amerikaner waren so stolz auf ihre innovative Glaskeramik-Kacheltechnologie, dass sie gesagt haben, bauen wir es gleich so, dass jede Kachel des Space Shuttles einzigartig ist. Das heißt, wenn eine Kachel hin wird, und bei so einem Flug werden viele Kacheln hin, kann man nicht einfach in den Schrank gehen und sagen, na, nehmen wir einen 5er, einen 24er. Nein, die muss wieder genau eins zu eins nachgemacht werden. Wenn das runterkommt, dann werden diese Kacheln einmal entfernt. Das braucht ungefähr für eine einzige Kachel 12 Stunden. Dann muss die Kachel nachgebaut werden und dann muss sie eingebaut werden. Da gibt es wieder eigene Spezialisten. Dauert wieder 12 Stunden? Nein, da kommt man mit 8 Stunden aus. Und die hohe Innovation war, wie man dann angefangen hat, von Klebetechnik umzusteigen auf Schraubtechnik. Da hat man sich 4 Stunden gespart. Fliesenleger bei der NASA war eine Zeit lang ein krisensicherer Job. Genau. Deshalb fliegen die Shuttles unter anderem nicht mehr. Wie macht man das heute? Die verwenden ein sogenanntes ablatives Hitzeschild oder auf gut Deutsch eine Opferschicht. Ein Hitzeschild? Ja. Ich persönlich würde einen Schild nehmen, aber Sie sind der Fachmann. Ein Schild? Sie picken Aluminium zusammen. Und dann kann kommen, was will. Was passiert dabei? Es wird heiß. Es wird echt heiß. Wir haben sogar ein Video dazu, wo man tatsächlich dann sieht, wie heiß es da draußen wird. Man schaut raus. Das, was wir da gerade sehen, es ist einfach nur hell. Es kracht wahnsinnig. Und vor allem, man spürt es am Boden, dass warm wird. Und die Teile fliegen dann einfach rechts und links vorbei. Und es wird immer heißer und immer heißer? Zum Glück nicht. Mehr als 1800, 2000 Grad Celsius erreicht es nicht. Im Inneren der Kapsel steigt die Temperatur auf ungefähr plus 45 Grad. Wenn Aluminium schmilzt, wird es kühler. Machen wir ein Experiment. Nehmen Sie bitte Ihren Finger, geben Spucke drauf und dann blasen Sie bitte drauf. Ja, ist... Ja? Was spüren Sie dabei? Ich möchte nicht mit der Bier ins Haus fallen. Na,
es wird kälter auf der Seite, wo man drauf bläst. Es ist genau der Trick, die schnellen Moleküle werden weggeblasen, es bleiben die kalten Moleküle übrig und das führt dann in weiterer Folge dazu, dass der Rest gekühlt wird. Wir haben hier eine Aluminium-Haushaltsfolie. Wir falten sie einmal zusammen, dann, dass man es leichter halten kann. Dass so lange braucht es, bis selbst so eine dünne Alufolie durchgeheizt ist. Wie heiß wird es da? 1800 bis 2000 Grad Celsius. Normalerweise hat diese Schicht so 3-4 mm, also das geht sich tadellos aus. Es gäbe noch eine andere Möglichkeit, mehr oder minder von uns entwickelt. Sie brauchen Windeln. In diesen Windeln, da gibt es ein kleines, dünnes Pulver, was da rauskommt. Und dieses Pulver, das ist extrem saugfähig. Und jetzt kann man dieses Pulver mit einer Flüssigkeit versehen. Das haben wir schon gestern vorbereitet. Und wir erhalten so ein Gel. Dieses Gel, das geben Sie jetzt auf die Hand und machen dann was? Mit der Lötlampe drauf arbeiten. Wir haben das Wasser. Das Wasser hat den extrem großen Vorteil, dass es die Wärme sehr gut aufgibt. Es hat eine sehr hohe Wärmekapazität. Der Daumen war auch nur geschickt. Und das wäre ein Konzept für ein Re-Entry. Die Astronauten haben ja beim Start Windeln an, die nehmen sie mit. Und bevor sie wieder in die Lufthülle eintauchen, hängen sie es vorne auf die Wäscheleine. Hier haben wir eine Büroklammer. Herr Montegam, das ist Physik, die funktioniert. Hand drauf. Danke vielmals, Herr Gruber.